herzlich willkommen zurück im Weltraum. Ich bin der Heizmeister und dies ist Folge 5 von X4 Foundations. Ich befinde mich an Bord der neuesten Akquisition meines Unternehmens, der Cosmomarina, und zwar ist dies die Gorgo, die ich in letzter Folge zufällig gefunden habe. Ich befinde mich gerade auf dem Flug durch einen Teladi-Sektor, ich weiß gerade nicht welchen, ja, es tut mir leid, aber auf jeden Fall mit Kurs auf Heimat. Und damit geht's auch mal los. Der Kontostand steigt weiter stetig an. Teladi-Unternehmen ansehen ist schon bei Stufe 10. Sehr gut, und ich habe jetzt vom Boronen die Mission bekommen, dass ich doch erstmal an die Station andocken soll und mich mit ihm treffen soll, denn er ist jetzt schon an Bord, anscheinend. Okay, dann sehe ich erstes Mal. Dann werde ich ihm ja Angesicht zu Angesicht übertreten. Bisher habe ich ja nur mich mit ihm über das Kommunikationssystem unterhalten. Alles klar. Auch da kommt wieder das Asteroidefeld. Genau, wo bin ich denn hier nochmal? Profitabler Handel, genau so heißt es. Profitabler Handel. Ja, nur wieder den Namen des Sektors vergessen. Klingt was. Das dürfte, glaube ich, meine Navi-Barke sein, die ich irgendwann mal ausgestellt habe. Ausgesetzt. Soll ich jetzt bremsen oder nicht? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich sollte ich bremsen. Das war doch gekonnt. Okay, ich habe außerdem mal über die Ausrüstung der Gorgo drüber geschaut und tatsächlich hat sie Dampffeuer-Raketenwerfer vorne dran als Hauptwaffen. Also das heißt, ungelenkte Raketen. Und teladianische Schildgeneratoren, Gefechtsantriebe, Allround-Schubdüsen und teladianische Strahlenemitter. Ich werde mal schauen, ob ich... Ach, übrigens, von allem natürlich die beste Zusatzausrüstung. Man gönnt sich ja sonst nichts. Das war gerade der Landecomputer Mark II, den man da im Einsatz gesehen hat. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Ach, das ist mein Stationsmanager. Kurzstreckentransporter autorisierter. Okay, egal. Dockbereich. Gehe zur Luftschleuse, um das Ziel zu verlassen. Ja. Ich muss manchmal gucken, was mit dem Ansehen da auf sich hat, aber es dürfte eigentlich nichts Schlimmes sein. Ja, hier steht die Gorgo auf dem Dock. Teladianische Schildgeneratoren sind drin. Die sind auch wohl die stärksten. Was? Leftover Cookies. Please check Luggage. For Leftover Cookies. Ja, keine übrig gebliebenen Kekse in den Koffer anlassen. Das gibt sonst Probleme mit dem Zoll. Ja, da steht sie doch, die Gorgo. Imposant. Wenn man erstmal aussteigt, dann hat man erstmal ein Gefühl für die Größe. Das sieht man ja im Raumanzug gar nicht. Aber wenn das Schiff so einem vor sich steht... Oh ja, nicht schlecht. Wo war ich? Ach ja, Ausrüstung. Strahlemitter lasse ich dran. Den Gefechtsantrieb werde ich allerdings austauschen. Und zwar wahrscheinlich gegen ein... wie heißt es? Gegen einen paranidischen Antrieb. Und ja, die Strahlenemitter lassen. Okay, Dampffeuer-Raketenwerfer kommen auch weg. Und ich gehe mal in das Neueste, in den neuesten Bereich meiner Station, das Wissenschaftslabor. Sieht ja hier schon alles klinisch weiß aus, wie an einem Apple Store. Hallo! Oh, endlich dürfen wir uns von Angesicht zu Angesicht treffen. Ach, du bist ja süß. Und treffen. Das gibt's ja nicht. Das gibt es ja nicht. Da hat der Borone hier seinen eigenen Tank. Diese Installation ist mit Umweltzonen für verschiedene Lebensformen ausgestattet. Bei diesem Raum hier scheint es sich um eine Art Forschungsbereich zu handeln.
Ich erwarte, dass es mehrere Jahre dauern wird, die Daten in den Computersystemen auszuwerten. Mach nichts. Ich hab Zeit. Darf ich sonst noch irgendwie helfen? Ja, ich konnte bereits einige Ergebnisse erzielen. Es scheint mehrere Dinge zu geben, die wir in dieser Anlage erforschen können. Bitte schauen Sie mal hier. Ich soll aufs Forschungsmenü zugreifen. Jetzt werde ich mich natürlich auch wieder dem Baron zuwenden. Das ist ja unhöflich, wenn man mit jemandem spricht und sich dabei... Naja, das geht ja gar nicht. Ah, so sehen also Baronen in X4 aus. Interessant. Ja, gut, jetzt kann ich auch verstehen, warum Egosoft die nicht unbedingt als NPCs auf Station packen würde, denn die würden nicht ganz gut in unserer Atmosphäre zurechtkommen. Was ich so der Lore entnehmen konnte, haben es Baronen ganz gerne in so einem Wassertank mit Ammoniak-Lösung drin. Also sie sind auf Ammoniak-basierte Lebensformen. Nicht auf Ammoniak basiert, aber auf jeden Fall veratmen sie Ammoniak. Was für uns Menschen, Terraner, Argonen, wie man sie auch immer nennen will, äußerst giftig ist. Also bloß nicht machen. Hauen denn da die ganzen Massentransporte ab? Ist das hier der große Exodus, weil ich einen seiner deren Freunde abgeknallt habe, oder wie? Okay, Forschungsmenü ist hier hinzugekommen, gekennzeichnet mit dem Erlenmeyer-Kolben. Aha. Wie Sie sehen, gibt es viel zu tun. Ich finde ja die Erwähnung von Teleportation ungeheuer spannend und faszinierend. Ich überlasse es aber Ihnen, was Sie zuerst erforschen wollen. Achten Sie bitte darauf, dass die Forschungsobjekte bestimmte Voraussetzungen haben. Tja, das kann ich in der Menge erforschen. Davon war ja auch schon viel die Rede seitens Egosoft. Dass das das ganz neue große Ding hier ist, die Teleportation und das Forschen generell. Agnohirte. Teleportation. Anscheinend wurde terranische Technologie verwendet, um Teleportation über große Entfernungen hinweg zu ermöglichen. Nebenprodukt der terranischen Warp-Antriebsforschung. Sehr schön. Ich lasse Sie wissen, sobald ich fertig bin. 10 Minuten dauert es. Ja, mit terranischer Technologie kann man doch nichts falsch machen. Ich habe gehört, das war die gleiche Technologie, die solche Wunder wie die Valhalla produziert hat. Oder den Taurus Eternal, den dann irgendjemand natürlich in die Luft jagen musste und ja. Egal. Anscheinend hast du ein sauberes Aquarium gekriegt. Ich werde jetzt nicht versuchen, ans Glas zu klopfen. Ich habe gehört, das mögen die Boronen nicht so. Ja, lass ich erstmal. Hallo auch. So ein netter Barone. Okay. Dann kann ich mich ja jetzt meinen Manageraufgaben oder meinen wirtschaftlichen Aufgaben wieder widmen. Ab zum Dockbereich. Tja, was ist das Erste, was ich tue? Ich möchte natürlich erstmal einen Händler anstellen, der mir hier das Universum so ein bisschen unsicher macht und Profite einfährt. Dazu... Gorgo, Angreifer. Genau, geh jetzt mal an Bord der Gorgo. Und werde mich dann zunächst einmal auf der Karte umsehen. Die Mission in profitabler Handel jetzt erstmal... die Forschung laufen zu lassen, ist ja jetzt aktiv. Das heißt, wissenschaftliche Freiheit, aha. Ja. Tja, Forschung terranischen Ursprungs. Zahlreiche andere Einflüsse an der Konstruktion, sogar boronische. Tja, da war doch was. Ich werde nicht reichhaltige Ressourcen, Kontrolleur benötigt. Zuerst mal das Wichtigste, die Beförderung. Okay. Soll ich dann hin? Leitsystem ist aktiv. Briefing anzeigen. Oder befördert. Ach, das ist eine von diesen Habitat-Stationen der Teladi.
Alles klar, wo muss ich denn da hin? Zuerst mal muss ich, glaube ich, zu einem Fraktionsrepräsentanten. Ah, das Leitsystem wird mich ja dann nachher hinführen. Okay, dann geht's mal los. Gorgo. Nein, Ich nicht mit grüße uns. Sie. Ah, ich wollte mit ihm reden. Halt. Sprich mit, genau, Docker ab. Stehst jetzt da hinten. Und jetzt bist du weg. Puff. Ah, ja, gut, dann andocken. Hinsetzen, aufstehen, auf den Captain warten. Er setzt sich hin, dreht sich um. Ich Kann rede ich mit helfen? ihm. Führe Befehle weiter aus. So. Ich bin immer noch nicht ganz daran gewöhnt an dieses. Was sind denn deine Befehle, bitte? Genau, abdocken. Wirst du gleich ausführen? Ich weiß, das dauert immer etwas. Ich habe das schon mal mit einem Großkampfschiff versucht. Der sagt mir dann Bescheid, wenn er abdockt. Währenddessen gehe ich erstmal auf die Landeplattform. Und da sind wir unterwegs. Aha, ich bin auf der Gorgo drauf. Schön, schön, schön. Ja, dann soll er abdocken. Ich genieße die Reise erstmal. Ich wollte es fast schon sagen mit dem Freiluftblick, aber viel Luft ist hier ja nicht. Okay, so. Management. Ist es nicht spannend? Jeder hat sich bestimmt auf das Management hier gefreut. Bin ja ein X-Spieler, der meistens auf der Karte unterwegs ist. Durch jahrelanges Echtzeit-Strategiespielen habe ich mich einfach mal dran gewöhnt. So, der Satellit hier wurde von der Harpia aufgestellt, die nun fertig ist mit ihr Erkunden. Nicht wirklich fertig, aber naja. Docke mal an. Und dann wirst du dein Schiff ausrüsten. Und zwar wie folgt. Du kriegst keine Crew, sondern ein paar Ressourcensonden. Ungefähr haben wir immer 4 Stück mit. Nehmen wieder einen Satelliten mit. Zur Einkaufsliste hinzufügen. Bestellung bestätigen. Weiter geht's. So. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, was die Antriebsteilefertigung mir sagt. Ich habe immer noch keinen Zugriff auf die Karte. Schade. Egal. Auf jeden Fall ist der Merkur-Angreifer dort angedockt. Merkur, da bist du. Erwarte Befehle. Ah, du hast die Position erreicht. Gut. Ich kümmere mich gleich um dich. Ich werde mal ganz kurz gucken. Der Laderaum ist leer. Sehr gut. Dann docke an der paranidischen Erzraffinerie an. Ah, es werden hier auch Antriebsteile verkauft. Jetzt sieht man, dass Antriebsteile verkauft werden, weil ich ja die Fabrik beliefert habe. Einmal mitnehmen. Einmal an der paranidischen Antriebsteilefertigung ausladen. Genau. Da muss man wieder noch einen Handelsbefehl eingeben. Dann lädst du mal bitte Antriebsteile ein. Du wirst die dann anschließend zu dem Dock hier bringen, damit das die Wirtschaft wieder ankurbelt. So. Das würde er jetzt machen. Ja, er erwartet hier Befehle und ich muss erstmal gucken, dass die Karte wieder einigermaßen ausgerichtet ist. Missionen, Beförderung. Wo muss ich denn da hin? Fliege zu Nopileus Glück. Okay, gut. Was sagt Nopileus Glück? Ein Besitz. Einmal die Gorgo auswählen. Hier. Zum Nopileus Glück. Nein. Was ist denn da los? Ich hab echt. Ey, ey.
Pflege zu Nobileus Glück. Ich weiß echt nicht, wo man da befördert wird, aber gut. Soll er mal machen. Soll er mal machen. So. Sofern die Harp hier dann angedockt ist, mein kleiner Scout sich dann erstmal versorgt hat. Du scheinst angedockt zu sein. Guck mal gerade, was du an Bord hast. Nein. Nein, er hat noch keine Ressourcensonden, also noch nicht ausgerüstet worden. Okay. Jetzt habe ich eigentlich einen ganz guten Ausblick auf den Sektor. Ich werde dieses Erzvorkommen da nochmal in Augenschein nehmen. Und dann schicke ich die Harp hier zurück und erledige meine Mission für mich. Die soll hier noch ein paar Erzvorkommen finden. Ich setze mal hier eine Ressourcensonde aus, dort eine und dort eine bei den Stationen. Wird schon schief gehen. Tja. Ja, dann muss ich mal schauen, dass ich mich jetzt erstmal befördern lasse. Und dann würde ich sagen, melde ich mich in der nächsten Folge wieder, wenn ich auf der Teladi-Station bin und meiner Beförderung entgegentreten darf. Also denn, ich bin der Einsmeister und man sieht sich wie immer im Weltraum. Macht's gut und bis dann.